Pass auf, Bruder. Bruder, es bringt nichts, wenn ich es mit Ton mache, weil die reden die ganze Zeit Arabisch. Okay. Deswegen würde ich es auf Deutsch halten. Mit den Untertiteln halt halten, weil die quatschen die ganze Zeit Arabisch. Ja, mach das auf einem anderen Handy kurz an, oder? Damit wir das sehen. Na, ich habe doch schon korrekte Handy, warte. Okay. Ich habe schon korrekte Handy in Hand, Bruder. Das ist geil, Alter. Wirklich, wo ich das heute entdeckt habe, habe ich mir gedacht, oh mein Gott. Wirklich, da habe ich mir wirklich nur gedacht, oh mein Gott. Warte, vielleicht ist es besser, wenn ich es so rum mache. Ich weiß nicht, ist es so besser, wenn ich das so rum mache? Ist das besser, wenn ich das so rum mache? Ja, so ist besser. So besser? Ja. Soll ich schon mal laufen lassen oder willst du auf den Adl auf den Abu Khanjal Bruder warten oder soll mal laufen lassen, Bruder? Soll ich das so machen, dass ich bei jeder Aussage kurz Pause drücke? Ja, besser. Okay, dann fangen wir an. Also Premiere. Also der Präsenter, erste Frage ist schon weggegangen. Kommen wir zur dritten Frage. Und jetzt hier, fang du an zu übersetzen, Bruder. Okay. Sind da Probleme und Sachen, die Gelehrten der Religion verstecken? Von Genau. aus Sind deren, was steht das letzte Wort? Ah, von den Propheten. Sind da Probleme und Dinge, welche die Religionsgelehrten versuchen von den Leuten zu verbergen? Und dann geht's weiter. Jetzt kommt der Anrufer, der sagt, der überlegt hat, und dann sagt er, ja, der Kampf. Und dann geht er aber genauer drauf ein. Dann sagt der Presenter, er ist der Presenter. Now, I mean jetzt, now, heute, today, also heute meine ich, nicht vor ein paar Jahrtausenden, ich meine es heute. Dann geht er weiter drauf ein. I'll tell you something, ich erzähle dir etwas. Dann sagt er, okay. Dann sagt er, do you know the reason why many scholars of religion hate Wasim Yusuf? Kennst du den Grund, wieso so viele Religionsgelehrte Wasim Yusuf hassen? Fragt er den Anrufer. Warte mal kurz, das ist ein bisschen schneller gegangen, Bruder. Okay. Wollen Sie Wasim Yusuf hassen? Bruder, gibt's das mit Ton? Ist das auf Ton? Auf Englisch? Und dann lacht der Anrufer. Bruder, es ist nicht mit Ton auf Englisch. Es ist auf Arabisch. Es ist mit englischen Untertiteln. Deswegen werde ich den englischen Untertitel nehmen und das synchronisieren ins Deutsche. Also so, dass man es wirklich auf Deutsch sich anhören kann. Dann machen wir das, weil das ist ja fast 7 Minuten, ne? Dann mach Ja, übersetzt das, dann können wir ey, das so aufwenden. es ist so der Wahnsinn, Bruder. Er spricht über alles ehrlich. Er spricht über die ehrliche Takia. Er spricht über die Sexsklavinnen. Er stellt sich selbst, guck mal, was für ein, Ge guck mal, wie aufrichtig er ist. Er sagt selber, wenn ich mich in die, als ein Christ zusehen müsste, wie meine Mutter als Sexsklavin genommen worden wäre, wie könntest du mir von mir erwarten, dass ich noch freiwillig zum Islam konvertiere und so? Also er spricht die ganzen Probleme wirklich ernsthaft an. Ja. Ja, wie gesagt, Interessant, Bruder. Das werden wir, Bruder, das werde ich auf jeden Fall abspielen. Das werde ich auf jeden Fall abspielen. Übersetzt das, bitte. ich übersetze das ins Deutsche komplett, dann kann man das sich auf Deutsch anhören, ist besser. Ich bin bis jetzt beim Übersetzen erst bei Minute 4, Bruder, das ist voll viel Arbeit. Also. Adlerblick, mein Lieber. Salamu alaikum. Und ein riesengroßes Rahmatullah und Barakat.
Gottes Segen, mein Lieber. So, meine Lieben. Ja, das Thema heute ist, wie immer, beziehungsweise es wurde ein Thema vorgeschlagen, Entschuldigung. Ja, warum das Herz zu ist der Muslime. Das war der erste Vorschlag. Der erste wird schon mal hier gestummt. Adlerblick, du Heuchler, gleich mal stumm rein. One Ummah, ist das derjenige auch, der auf dem Bild ist? Keine ist Ahnung, schon gestummt. Vielleicht möchte er hochkommen. Bruder, soll er Anfrage stellen, aber für solche schwachsinnigen Kindergarten stumm ich sofort. Harut, Bruder, hörst du mich? Ja, ja, bitte, warst du da? Die ist aber nicht online, ne? Ich habe sie, aber ich habe jetzt gefolgt. Die Samira. Wollte ich auch noch schon sprechen, offline gegangen. Herr Bruder? Ist schon offline gegangen. Ja, aber ich habe sie jetzt fixiert, Bruder. Ja, wahrscheinlich warte sie schon. Wir haben jetzt einen Gast. Salamu alaikum, wa an umma. Zwei Fragen sogar. Ja, Tauhid. Tauhid. Mach mir keine Angst. Mach mir keine Angst. Mach mal, mir keine one, Angst. One Oma, komm mal. One Oma, wie alt bist du eigentlich? One Oma, wie alt bist du eigentlich? Wieso, wie sie so tun? One Oma, hör mal zu. Hör mal zu, wir sind nicht im Kindergarten. Du bist ein Großgelehrter. Ey. Hör mal zu, wie alt bist du überhaupt? Wie alt bist du überhaupt? Hör mal zu, dann geh bitte schön runter, weil du bist noch ein Kind. Mit nichts mit begraben. Was ist das überhaupt mit begraben? Was ist das für eine Redensart, Bruder? Ganz ehrlich, hast du nicht gesehen? Hast du nicht gesehen? Sie editieren ja auch unsere Gesichter und so und unsere natürlich, Profilbilder Bruder, direkt auf Kleber und sowas alles. Das ist Katastrophe, was sie da machen. Bruder, ganz ehrlich, guck mal, es gibt Sachen, die sind witzig, man lacht, okay, aber das ist Kindergarten. Kommt oben, Alter, hast du Angst, hat dich begraben. Wie alt bist du überhaupt? Geh mal weg, Mann. Als ob der so Großgelehrte wäre, weißt du? Ja, Tauhid, Bruder, größte Witzfigur, die es gibt. Größte Witzfigur. Macht jetzt ein Video, gell, sagt zu mir, Dings, er hat mir mehrmals angeboten, Debatte und dies, das. Hey, sag mal, spinnst du eigentlich? Glaubst du, ich komme zu euch in den Stream, wo ihr Ping-Pong spielt oder was mit den Leuten? Niemals. Ja. Du darfst denen keine Plattform geben, Bruder. Wenn, dann sollen die herkommen. Umgekehrt nicht. Weil selbst Bruder, dann, die drehen Videos, das ist der Wahnsinn. Guck mal, zum Beispiel, wenn ich jetzt, ich mache jetzt so, guck mal. Ja. Die nehmen das. Richtig, hast du gesehen? Die haben doch bei deinem Gesicht so gemacht. Dieses Schock, weißt du wie? In dem Video sagen die doch, Haru da so Schock. So. Unfassbar. Die ziehen das so aus dem Kontext des Übel. Die würden sogar ein Video machen und wo jemand sagt, glaubst du, dass Allah der einzig wahre Schöpfer ist? Dann mache ich so und die. Der gewünschte Klingelkarte. Unfassbar, ja. Die ziehen das so aus dem Kontext, das ist echt nicht mehr schön. Ja. Juan Oma, du bist leider unter 18, deswegen warten wir noch 2 Jahre. Bis du dann inshallah hochkommen kannst. Jetzt feiert er sich bestimmt, dass er einen Juan Oma, ich würde mir erstmal Gedanken um die Ewigkeit machen, weil wer weiß denn, ob du überhaupt 18 Jahre alt wirst. Da musst du dir echt. Denk mal bitte an dein Paradies. Ich geh kurz runter, warte. Ja, Mann. So, lass mich kurz was vorlesen. Danach können wir ein Thema machen. Und zwar, dass jemand hatte vorgeschlagen, warum das Herz der Muslime zu ist. Und ich habe gesagt, das kann bei jedem passieren. Bei jedem Menschen, aber auch natürlich von dem Muslim. Und zwar in Matthäus 13 ist das Gleichnis vom Seemann. Da steht geschrieben, und er redete zu ihnen in vielen Gleichnissen und sprach, siehe, der Seemann ging aus, um zu sehen. Und als er säte, fiel etliches an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Anderes aber fiel auf den felsigen Boden, wo es nicht viel Erde hatte, und es ging sogleich auf, weil es keine tiefe Erde hatte. Als aber die Sonne aufging, wurde es verbrannt, und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Anderes aber fiel unter die Dornen, und die Dornen wuchsen auf und erstickten es. Anderes aber fiel auf das gute Erdreich und brachte Frucht, etliches 100-fältig, etliches 60-fältig und etliches 30-fältig. Wer Ohren hat zu hören, ja, der höre. Und danach kommt ab 18 die Deutung. Ja? Für den Samen, der ans Weg, beziehungsweise, da hole ich erstmal den Bruder wieder hoch, der
So oft jemand das Wort hört, vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse, ja, also Satan, und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut ist. Auf den felsigen Boden gestreut, aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Also erstmal was Positives. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist wetterwendig. Wetterwendig bedeutet in diesem Fall unbeständig. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Unter die Dornen gesät aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Welt und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich aber gesät ist es bei dem, der das Wort hört und versteht, der bringt dann Frucht und der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein anderer 30-fältig. Ja, und in diesem Gleichnis sehen wir einfach, dass bei den Muslimen oder bei denen, wo das Herz zu ist, ist es ja nun mal ganz klar, dass es einfach das auf den ersten Fall zutrifft. Weil sie hören die ganze Zeit das Evangelium, sie kennen das Evangelium aus YouTube oder aus der Bibel oder aus irgendwelchen Predigten oder jetzt hier von so vielen Predigern und sie wollen es einfach nicht zulassen und aufnehmen. Warum? Weil auch der Feind die ganze Zeit kommt und das Wort wegnimmt. Und das Herz von denen ist nun mal zu, weil sie weil sie nicht es von ganzem Herzen auch geschafft haben, mal nach Gott zu fragen, zu suchen. Sie haben eine Brille auf, die sagt 112, Sura 112, gilt für immer und ewig. Und gleichzeitig sagt aber Allah, also er sagt in dieser Sura, dass Allah weder Zeug noch gezeugt hat, aber gleichzeitig steht geschrieben, dass Allah also irre führt, wen er will, ja, und zurechtleitet, wen er will. Aber in allen anderen, in vielen anderen Versen lesen wir, dass Satan auch irre leitet. Ja, nee, wer denn jetzt? Ist das einmal Allah oder Satan? So wie ja, aber Harut. Ja. Es sind ja nicht die Augen, die blind sind, sondern die Herzen. Das vergisst du ja immer wieder. Das ist so eine Katastrophe. Das war jetzt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, Bruder. War das jetzt Allah? Also war das jetzt Gott oder war das der Teufel? Also Satan. Sehr, genau. Sehr interessant, Bruder, weil beide haben gleiche Eigenschaften. Das ist schon ein bisschen komisch, ne? So sieht's aus. Also 2 in 1. Also ein Tauhid. Das ist ein Tauhid dann, ne? 2 in 1. Genau. Bruder, das ist echt der Wahnsinn. Das ist so wie, kennst du diese Shampoos für Bart und für Haare? Sozusagen. Genau, 2 in 1. Genau, 2 in 1. Absolut, Bruder. Ja, es ist echt der Wahnsinn. Und, das ist die 2 Naturenlehre im Islam, Bruder. Das ist richtig. Das ist sozusagen. Aber Jesus, beziehungsweise an den Gott, den wir glauben, darf nicht Mensch und Gott in einem. Richtig, bei denen geht es irgendwie, Bruder. Teufel und Gott zu eins, das ist Wahnsinn. Das ist echt Wahnsinn. Der Wahnsinn. Und das haben wir auch schon öfters erklärt. Hier möchte jetzt jemand hoch. Manso. Vielleicht kann er das erklären. Manso. Mhm. Manso, Gottes Segen, mein Lieber. Segen uns. Ich will mich nur kurz fassen und wieder raus. Bisschen lauter. Ja. Ich will mich nur kurz fassen und dann wieder raus. Ja, mein lieber Mann. Kann ich euch um etwas bitten, Jungs? Bitte? Darf ich euch um etwas bitten? Was wäre das? Schau mal, ihr macht ja, ich sag mal jetzt, Dauer für das Christentum, ne? Jetzt kommt's. Das nennt man missionieren, ja, also predigen. Ja, ihr predigt, ihr missioniert. Das ist auch alles in Ordnung. Ich würde euch einfach bitten, weil die Message kommt so bei niemandem an, wenn ihr eine Message überhaupt überbringen wollt. Guck mal, bevor sie kommt, hier irgendeine Predigt halt, bevor ich möchte du hier. Ich möchte, guck mal, du fühlst dich angegriffen. Bevor du hier irgendeine Predigt hältst, geh und halt die Predigt bei deinen Brüdern. Das, was ich dir sage, sage ich auch meinen Brüdern, das sage ich nicht nur dir. Ja, dann fang doch. Schau mal. Deine eigene Haustür. Mansur, willst du uns sagen, dass wir hetzen? Nein, ich will nicht. Guck mal. Der eine, jeder sieht es ja so, wie er sehen möchte. Ich sage nur, ja, ihr übt ja Kritik aus. Nicht nur Kritik, wir decken den Islam auf. Dann ist deine Meinung, wir decken den Islam auf. Das ist ja deine Meinung jetzt. Aber man kann das auch auf eine elegantere Art machen. Man aber kann auch einfach sagen, das ist zum Beispiel ein Hadith. Aber Manso, findest du nicht, dass wir es aufdecken? Also wenn es dir keine Aufdeckung ist, dann ist es ja eine Hetze für dich. Nein, das heißt Aufdeckung.
Nee, nee. Guck mal, es gibt zwei Varianten. Entweder es ist eine Hetze, was wir machen, oder es ist eine Aufdeckung. Jetzt entscheide dich. Genau. Ihr habt eine Wahrheit und ihr. Nein, 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 wir aufdecken. Reden über den Islam. Jetzt ganz kurz, wir reden über den Islam. Entweder wir hetzen oder ja. Wir klären auf. Jetzt entscheide dich. Was machen wir jetzt? Hetzen wir oder klären wir auf? Das musst du jetzt sagen. Wir hetzen. Ich sag dir ganz ehrlich. Ja. Ihr kippt Feuer ins Benzin ins Feuer. Okay. Also ist das Hetzen. Also warte, nennst du das, also ist das Hetzen. Also nennst du das Feuer? Nennst du das guck, Feuer ins Benzin? Nein, Leute, warte mal kurz. Guck mal, mach mal erstmal deinen Ton bitte runter und rede mit mir so, wie ich mit dir ganz normal rede. Warte mal kurz. Nennst du das Feuer ins Benzin zu kippen, wenn man einfach nur deine Quellen vorliest? Nein, nein. Feuer ins Benzin. Das meine ich nicht. Ich spreche gar nicht über die Quellen. Darüber diskutiere ich gerade. Ja, was machen wir denn anderes? Was machen wir denn anderes? Nein, mir geht es was um die Art. Was machen wir denn hier anderes? Schau mal. Die Schere, du musst dich ein bisschen beruhigen. Gerade. Schere, du musst dich ein bisschen beruhigen. Ja, nein, er schreit rum, dann muss ich lauter werden. Ich schreie rum, damit du mich hörst. Okay, wir machen es anders. Manso. Scheik, Bruder, wir machen es anders. Wir machen es anders. Guck mal, ich bin der Friedensrichter jetzt hier, okay? Wir machen es anders. Manso, wir machen es anders. Guck mal. Wenn wir eine Quelle von euch vorlesen, ne? Wie zum Beispiel Aisha hat ihre Brust an Männer zum Beispiel saugen lassen, ne? Ist das jetzt eine Hetze von uns oder haben wir jetzt vorgelesen? Abu Hanya. Bitte, antworte mir nur ganz kurz drauf. Wenn wir das jetzt vorlesen, das. Ich bin kein Hinterwäldler, dass ich mich jetzt auf solche Sachen einlasse. Nein, siehst, es ist doch nur... Du siehst das Gespräch von uns jetzt mal, gerade als einfach als wie Manso, Munition. Ich erkläre dir nur, Manso, guck mal, ich erkläre dir nur, es ist von Sahih Muslim. Guck mal, Manso, guck mal, es ist von Sahih Muslim, es ist Sahih. Ich habe dir nur ein Beispiel gegeben. Wenn wir sowas vorlesen, warum ist das jetzt Benzin ins Feuer gießen? Es ist eure Quelle. Es ist eure Quelle, wo steht, Aisha sollte ihre Brust an junge Männer saugen lassen. Wir sagen es nicht von uns aus. Es steht drin und wir lesen es vor. Wo ist jetzt daran Hetze oder Benzin ins Feuer legen? Bitte erklär es mir. Danke. Ich bin jetzt auf Stumm und erklär mir jetzt. Nee. Hörst du mich? Ja. Weil ich stumme mich jetzt. Danke. Hörst du mich gerade? Ich höre dich sehr gut. Bitte darauf antworten und nicht philosophieren, Bruder. Nur genau darauf eingehen jetzt. Danke. Nein, ich philosophiere nicht. Ich spreche jetzt, wenn ich spreche, spreche ich für mich. Ich spreche weder für Christen noch für Muslime. Ja, aber geht ein bisschen kurz, geht darauf ein und dann reden wir weiter. Ja, guck mal, wenn es eine Quelle gibt und da steht Sahih, dann steht es halt da. Dankeschön. Wo ist jetzt das Problem, Manso? Da ist kein Problem, weil also, ich kann ja nichts, was irgendwo geschrieben steht und wo die Gelehrten sagen, Sahih, kann ich ja nicht sagen, leugnen. Ja, Habibi, das kein Problem mehr ist, machen wir nicht. Manso, mehr machen wir nicht. Manso, nein, mehr machen wir mal. Nicht. Habibi, mehr machen wir gar nicht. Ja. Ja, wieso fängst du dann direkt mit Kritik an? Nein, ich fange nicht mit Kritik an. Ich will euch nur sagen. Ich will dir nur sagen, euch schauen ja viele Muslime zu. Mansur, und viele ich habe eine Frage. Ich habe eine Frage. Meinst du das, was wir machen? In dem Sinne, dass das für dich, beziehungsweise aus deiner Sicht, Hass erregen könnte, ja oder nein? Ich sehe, ob das, was ihr macht oder das, was auch andere Brüder machen, das spaltet uns einfach als Gesellschaft. Nein, ob das Hass erregt. Warte mal, Harut, warst du nicht letztens bei Hamdi, hast mit denen irgendwie geredet darüber, Mann? So kann es sein? Ja. Darüber. Ich glaube, die haben dich doch, glaube ich, als Kafir bezeichnet, weil du irgendwie nicht darauf geantwortet hast. Kann das sein, Manso? Schau mal, ob mich jemand als Kafir bezeichnet. Nein, Bruder, ganz kurz, es ist nicht böse gemeint. Warte, hör mal zu, es ist nicht böse gemeint. Ich will dir nur sagen, weil du kamst mir gerade ein bisschen bekannt vor. Warst du nicht letztens mit Hamdi, die haben dich doch irgendwie dumm angemacht und verflucht, kann das sein? Kann sein. Weil die haben dich doch gefragt, ob Christen Kafir sind und du hast irgendwie nicht direkt darauf geantwortet. Du hast auch so normal geredet. Kann es sein? Weil wenn ja, dann finde ich es gut, dass wir jetzt miteinander reden. Ja, so ist es. So, das finde ich jetzt aber traurig von denen aus, weil du warst recht neutral, muss ich zugeben. Ja, aber das ist ja, du darfst nicht vergessen, dass es die Ideologie von einem Menschen, weißt du? Ja, aber ganz kurz, Bruder, komm, ich will dich nicht angreifen. Deine Meinung rüberheben, um die anderen irgendwie... Ich weiß. Manso, guck mal, ich will dich nicht angreifen, es hat mich nur gerade erinnert, weil ich das gesehen habe. Ich war an dem Tag auch live. Jetzt habe ich dich ein bisschen erkannt und du bist es tatsächlich. Ich habe mitgehört, um was es da ging. Die haben dich gefragt, sind Christen Kafir oder nicht, also Kafirun oder nicht? Und dann hast du nicht direkt ja geantwortet. Und dann haben die gesagt, wie kannst du sowas sagen? Du bist raus hier aus dem Islam, du bist selber ein Kafir, dies, das. Dann bist du rausgegangen, da haben die über dich erzählt, du bist ein Krypto-Christ.
Ja, ich weiß. Du bist ein Krypto-Christ, haben die dann gesagt. Die können ja erzählen, was sie wollen. Die haben weiß, jeder hat sein Weltbild. Ich weißt weiß. Du? Und dann haben die erzählt, dass du angeblich bei Amir im Stream warst und du hast so schlecht über den Islam geredet, auch über Mohammed, dass du gesagt hast, ja, das geht nicht, das ist nicht gut, was der Islam macht und was Muslime machen, was im Koran steht, was in Hadithes steht, bla bla bla. Die haben erzählt, aber dass du sowas gesagt hättest. Moment, Moment. Du musst zwischen Islam und Muslime definieren. Ich sag nur, was sie über dich gesagt haben, Bruder. Mehr habe ich doch nicht gerade gesagt. Das ist ja, nicht meine Meinung. Ich will dir nur sagen, ja, alle Muslime, die gerade hier zugucken, oder sage ich mal die Mehrheit, das sind ja friedliche Leute. Und das sind ja einfach nur Leute, die irgendwie auf den Stream gekommen sind und Kritik an ihrer Religion hören. Ja. Also die Leute, die hetzen, die Leute, die da stehen und sagen, Kuffar und. Wenn ich das sehe, regt mich das genauso auf, wie wenn ich, egal welche Religion oder welcher Glaube, so angegriffen werde, weißt du? Ja. Bravo. Okay, dann habe ich eine Frage, Menschen, Mann. Ja. Ja. Da habe ich eine Frage, Bruder, ganz kurz, weil man kann mit dir nicht vernünftig reden, wie ich es gemerkt habe, auch im anderen Stream. Guck mal. Habe ich jetzt gerade auch gemerkt. Dann machen wir es anders. Aber sei bitte ehrlich und sei auch ein bisschen neutral, weil ich will dich jetzt was fragen. Diese extreme Hasserfüllte gegenüber Christen. Machen das nicht Muslime weltweit, dass die gegen Christen hetzen? Ich komme gleich, ihr Lieben. Sei ehrlich. Sogar in christlichen Ländern hetzen Muslime gegen Christen. Das ist ja das Heftige. Nein, schau mal. Jeder normale Muslime ist einfach nur ein Bürger. Sorry, mein Lieber. Den stört es nicht, ob Christ oder... Verstehst du? Aber es wird immer wieder Extremisten geben. Armando, jetzt relativierst du wieder. Nein, ich relativiere nicht. Du kannst niemals, schau mal, der Islam ist vielleicht die Religion mit den meisten friedlichen Leuten. Wie bitte? Ja, es ist wirklich so. Keiner denkt wirklich so, wie du es dir vorstellst jetzt. Bruder, so wie du Hadithe vorliest, Bruder, lass mich dir kurz ein paar Statistiken auslesen. Ja. 64% des Korans handelt nur von den Ungläubigen. Wenn man die Sunna und die Hadithe mitzählt, sind das 60% eurer Religion des Islams, die sich nur auf die Ungläubigen beziehen. Wieso bezieht sich die Religion des Islams nicht auf seine eigenen Gläubigen, sondern zu 60% in seiner Gesamtheit auf die Ungläubigen? Wie man mit denen umzugehen hat, wie man die erniedrigen soll, wie man ihre Sexsklavinnen machen soll, das steht alles in euren Quellen. Okay, ich bestätige erstmal nichts von dem, was du sagst. Ich sag dir einfach meine Meinung dazu. Wie bitte? Bestätigst du das nicht? Man hört dich nicht mehr. Ja, das Ding ist ja auch, was er da halt sagt, das kann ich ja als so, ich weiß, was er ja ganz genau damit meint. Es gibt ja viele friedliche Muslime, auch in unserer Gesellschaft, aber es macht halt die Schriften nicht besser, egal wie friedlich sie auch sein mögen. Die Schriften sind halt so, wie sie sind. Und die Menschen, die das zu 100% auslegen, die sind halt eben dann etwas hetzerisch und radikal und verfolgerisch unterwegs. Genau, darauf wollte ich nämlich auch hinaus. Und es gibt nämlich auch noch andere Zahlen, geführt vom MI5, von der CIA. Ja, aber diese Zahlen sind noch erschreckender. Diese Zahlen besagen nämlich, dass wenn du die meisten Leute, zum Beispiel auch hier in Deutschland, befragen würdest, die Muslime, die würden eher einer Scharia zustimmen, statt einem Grundgesetz. Weißt du, was das bedeutet? Glaubst du das und wirklich? Glaubst du, dass die Aussage, die du gerade gesagt hast, wirklich echt ist? Mein Freund, diese Umfrage wurde auf der Welt getrieben. Weißt du, was dabei rausgekommen ist? Dass 20-25% der Muslime auf der Welt einem Scharia-Staat zustimmen. Das sind 300 Millionen Menschen. Das sind 300 Millionen Menschen, die den Untergang des Westens wollen. Nein, das sind welche, die einfach nur von den Nachrichten beeinflusst sind, die einfach gottesfürchtig sind. Sie sagen, das ist Gottes Wort und wenn Gott das sagt, dann sie okay, halt, weißt du, was die Scharia erwartet? Extrem. Wie bitte? Weißt du, was die Scharia erwartet in seinen Gesetzen? Wenn du sagst, Gott ist fürchtig. Die Scharia hat ihre Zeit gehabt. Nein, die Scharia will seine Zeit haben. Ja, aber das funktioniert nicht. Doch, das funktioniert laut Koran. Denn das ist das Endziel des Islams.
Chef, das ist sehr wichtig, dass er das sagt, weil Manzo, du gehörst dann anscheinend zu einem, der damit okay wäre, dass wenn der Islam halt eine Reform bekommt, was er halt eben auch braucht, definitiv. Der Islam braucht sein eigenes Mittelalter. Das wäre schön, ja. Seine eigene Renaissance. Ja, das ist sehr wichtig, dass Menschen wie er denken und dann sagen, nee, Scharia lehnen wir definitiv ab. Das ist ja gar kein Problem. Das heißt, ihr assimiliert euch dann quasi. Ja. Und das ist ja gar kein Problem. Damit kann ja jeder. Genau. Leben. Das einzige Problem ist, zu wie viel Prozent lassen das die Muslime zu? Und wenn wir dorthin schauen, sind die Leute, die wo das haben möchten. Es gibt auch hier in Deutschland Leute, die wo das propagieren. Auch das Islamische Zentrum hat das zu einer Zeit lang zumindest propagiert. Der Typ hat Morddrohungen bekommen. Das war der Typ, ich habe seinen Namen vergessen, der wo dauernd mit dem anderen, mit dem Hamed Abdel Samad diskutiert hat in Talkshows. Den seinen Namen habe ich vergessen, der mit den langen Haaren. Liegt mir auf der Zunge, fällt mir gerade nicht ein. Der hat das auch propagiert. Ich glaube, ich weiß, wen du meinst. Neben Ahmed Mansur. Nein, nicht Ahmed Mansur. Ich weiß, wen du meinst. Wie heißt der nochmal? Ahmed Mansur ist der Glatze. Nein, ich weiß ja, dass du nicht den meinst, sondern diesen. Du weißt. Du meinst diesen, ich glaube Perser oder so ist der, ich weiß es nicht. Genau. Ja, ja, dieser dunkle, dieser etwas dunklere. Genau, der wollte das nämlich auch. Und was ist dabei rausbekommen? Der hat ganze Zeit Morddrohungen bekommen. Was ist denn bei der Ding Anwältin rausgekommen? Bei der Anwältin, die wo die erste liberale Moschee in Berlin eröffnet hat, Seyran Ateş, wo die Männer und Frauen durch dieselbe Tür reingehen können. Sie hat eine liberale Moschee in Berlin gegründet. Was ist mit der Frau passiert? Die bekommt Morddrohungen Tag und Nacht. Die hat Personenschutz. Der wurde in den Hals geschossen. Schau mal, zu sowas sage ich, das ist krank. Ja, aber es gibt zu viele davon. Das ist das Problem. Ja, aber manche sollte wegen seiner Meinung irgendwie Gewalt fürchten. Aber weißt du, woher die Leute ihre Rechtfertigung nehmen? Naja. Es sind schon einige gestorben, die ja. Aber guck mal, Mansur, wenn du weißt, Mansur, Jano, wenn du weißt, woher die ihre Rechtfertigung nehmen, dann müsste dringend diese Rechtfertigungsverse dringend reformiert werden. Wie gesagt, der Islam braucht seine Renaissance und ich glaube nicht, dass das funktionieren wird ohne die Muslimas. Ich glaube wirklich, dass wenn eine Renaissance im Islam passieren wird, dass das von den muslimischen Frauen ausgehen muss. Das ist. Weil die leiden am meisten drunter. Das wird dir keine muslimische Frau bestätigen. Was redest du? Keine wird dir. Im Iran? Nein, schau mal. Wenn die Regierung, ne? Was passiert im Iran, mein Freund? Ich spreche jetzt von hier. Ich spreche nicht von Iran. Ich spreche jetzt von hier. Aber sobald die Religion mit Politik vermischt wird, geht alles den Bach unter. Mein Freund, also der Islam lässt sich nicht von Politik trennen. Der Mensch wird es nie umsetzen, so wie es steht. Deswegen. Sonst würde alles andere auch gut laufen. Der Islam lässt sich nicht von Politik trennen. Das solltest du genauso gut wie ich wissen. Ja, aber wer fragt danach? Wie, wer fragt danach? Mann, die meisten Muslime wollen einfach nur friedlich leben und wollen ihr Leben. Ja, natürlich. Aber also die wollen diese ganze Geschichte. Ja, aber sie wollen ihre fünf Säulen erfüllen und fertig. Ja, aber die meisten Muslime haben auch nichts. Guck mal, ich mache dir ein einfaches Beispiel. Wann hast du das letzte Mal eine große Demonstration von Muslimen gegen den IS gesehen? Nie. Sowas gibt es nicht. Hast du eine Ahnung, warum? Weil man sich ja nicht gegen seine eigenen Achis oder Ikhwanis da ausspricht, ne? Genau, das ist das Problem. Weißt du, was das Problem wäre? Ja, das ist auch ein Grund. Weißt du, was das Problem wäre, wenn sie das tun würden? Dann würden sie nämlich zu Heuchler-Muslimen erklärt werden. Ja, aber es gab doch auch Muslime, die solche Demos gemacht haben. Die gilt es laut Koran ebenfalls zu bekämpfen, diese Heuchler-Muslime. Ich weiß nicht, wie gut du dich in deinen Schriften auskennst. Ich kenne mich vielleicht besser aus als ihr drei zusammen. Ey, das kann ich echt nicht länger hören.
Mansur, Mansur. Nein, und das, nein, das meine ich jetzt nicht, fasse das nicht als Beleidigung auf, aber ich bin. Nein, wirklich, aber wenn du nicht mal Mansur, weißt, wovon ich spreche und du sowas behauptest, dann. Bro, wir sitzen hier teilweise jeden Tag 9 Stunden. Es gibt nichts, was du sagst. Wir sitzen hier teilweise jeden Tag 9 Stunden, lesen dabei aus Koran, lesen dabei aus der Bibel. Also, wir haben so, jeden Tag beschäftigen wir uns damit. Und ich beschäftige mich ja schon seit längerem mit dem Glauben, weil das ja mein alter Glaube ist. Also. Mansur, pass auf. Ja. Der Adler ist Ex-Muslim, Sheikh ist Ex-Muslim. Und pass auf, wir glauben ganz klar, dass, ohne jetzt dich zu beleidigen zu wollen, oder wir kennen dich nicht, deinen Charakter kennen wir nicht. Wir kennen auch nicht die von den Zuschauern, deren Charakter und auch deren Familie nicht. Wir beleidigen niemanden. Wir glauben aber, ohne jemanden beleidigen zu wollen, ein normaler Mensch, der mental normal ist und den Koran wirklich liest, studiert, das Leben von Mohammed studiert und die Hadithe liest, kann nicht mehr beim Islam bleiben. Das ist unmöglich. Entweder das oder er wird zum Monster. Es ist unmöglich, Mansu. Entweder, guck mal, ich kenne viele. Entweder man wird so krass, dass man wirklich den echten Dschihad macht, also zum Dschihadisten wird, und zwar auswandert aus diesem Kufar-Land und dann Krieg macht gegen die Ungläubigen. Oder man bleibt einfach in Deutschland oder in Europa oder was weiß ich wo und repräsentiert das, was du gesagt hast. Einen auf ein bisschen religiös, Religion von Politik getrennt. Okay, Hauptsache ich gehe arbeiten. Bisschen dies, bisschen das, ein Kufar oder reicht mir. Ja, und das Ding ist, dass aber die wahren Muslime der Sunna befolgen. Und der Islamische Staat hat genau das gemacht, weil es gibt nichts, wo wir sagen können, was hat der Islamische Staat nicht gemacht, was Mohammed nicht gemacht hat. Alles haben die kopiert. Das heißt, alles haben die genauso gemacht wie Mohammed. Es gibt keinen Beweis, dass die irgendwas ausgelassen haben. Im Gegenteil, die haben das genauso gemacht wie der. Es ist ein normaler Mensch. Sie haben sogar normaler vieles Mensch würde den Islam sofort verlassen, sofort. Sie haben sogar vieles ausgelassen, wenn wir ehrlich sind. Die waren nicht ganz so hart wie Mohammed. Nein, das ist jetzt nicht. Also, sie waren wirklich auf einem ähnlichen Level wie Mohammed, das muss man schon sagen. Sie haben Menschen verbrannt, sie haben Menschen gekreuzigt, sie haben Frauen vergewaltigt, sie haben Sexsklavinnen genommen. Also das alles gab es ja auch zu Mohammeds Zeiten und halt eben auch zu der IS-Zeit. Also die waren schon sehr authentisch, die waren sehr nah dran. Ganz kurz, Leute, ich bin nicht abgehauen, ja. Mein Netz war weg, nur damit ihr alle wissen, ich bin nicht abgehauen, ja. Abu Dreck, bitte sofort her. Aber darf ich euch jetzt mal was fragen, Jungs? Frag mal die Jesiden, was die durchgemacht haben. Guck mal, all diese Sachen toleriere ich nicht. Finde ich auch nicht in Ordnung oder sage, ha, nein. Ja, aber weißt du, was du damit sagst? Weißt du, was du damit sagst indirekt? Damit sagst du ja indirekt, dass du die Schriften deines Korans und deiner Sunna ablehnst. Bravo. Schau mal, wenn die Wahrheit, wenn einfach mal das, was ich für richtig halte, das dafür kostet, dass die Menschen mich Heide nennen, juckt es mich nicht. Was jeder denkt, ist seine Sache. Für mich ist wichtig, dass ich mit mir im Reinen bin. Das ist eine andere Frage, mein Freund. Das ist eine andere Frage. Aber ich habe jetzt mal bitte eine Frage an euch, weil wir haben jetzt genug mal über den Islam geredet. Tamer, schau mal, du musst eins verstehen. Wie konntet ihr? Tamer, Jamal, pass auf, bevor du die Frage stellst, du musst eins verstehen. Und das ist ein Prinzip, das es zu verstehen gilt. Das ist ein Muss. Jede Religion auf dieser Welt hat seine Regeln und seine Gesetze und seine Tugenden und allem drin und dran. Wenn du ein Christ bist, hast du Regeln, Gesetze, denen du folgen musst, um ein guter, frommer Christ zu sein. Genauso ist es auch im Judentum. Aber genauso ist es auch im Islam. Das, was du gerade sagst, ist zwar schön und gut, aber es hat im Endeffekt nichts mit deiner Religion zu tun. Du magst ein guter Mensch sein. Guck mal, ich verurteile dich nicht. 99% meiner Familie sind Muslime. Ich hasse sie nicht deswegen. Du bist ein guter, du kannst der beste Mensch der Welt sein. Leider hat das, was du sagst, aber keinen, wie soll ich sagen, keinen Background im Islam. Das hat auch kein Gewicht, Bruder, leider. Leider. Also du bist wie eine Fliege quasi, Bruder, die kurz zerquetscht wird von deinen Brüdern. Es kommen Zeiten und dann ändern sich aber die. Dein Wort ist irrelevant. Dein Wort hat leider kein Gewicht. Null.
Ich wünschte, es hätte Gewicht, Bruder. Aber dein Wort hat null Gewicht. Leider. Weil du wirst von deinen eigenen Geschwistern sogar angegriffen, wenn du sowas sagst. Das heißt, du bist wie Luft. Leider. Es tut mir wirklich leid, weil du redest eigentlich wirklich friedlich. Du willst ja auch Frieden. Es ist auch schön, sowas zu hören. Aber null, es hat null Gewicht, Bruder. Leider. Ja. Und ich habe die einzige Hoffnung, wenn ich dich so reden höre, dass du vielleicht doch noch zur Besinnung kommst und den Islam verlässt. Hoffentlich, ja. Weil ich merke Frage. Schon an deiner Redensart, ich merke schon an der Art, wie du redest, dass tief in deinem Herzen irgendwas ist, was dir sagt, das ist falsch. Ich spüre das. Nein, mach zu was anderem. Ihr habt ja den Islam verlassen, sagt ihr. Ja. Habt ihr den Islam verlassen, nachdem ihr gelesen habt, oder habt ihr Sachen gehört, oder? Ja, das war ein langer Prozess. Ich sage immer so, ein Muslim sein ist in Phasen aufgeteilt. Also du bist ja nicht, dein ganzes Leben lang betest du ja nicht fünfmal am Tag und machst hier und da und bist immer mit der Gemeinschaft. Nein, ein Muslim ist immer dann in der Gemeinschaft, meistens, wenn er halt eben irgendwelche Phasen hat. Und ich hatte halt Phasen, wo ich sehr extremistisch war. Ich hatte Phasen, wo ich apolitisch war, aber halt trotzdem der Salafia gefolgt bin. Und ich muss dann halt sagen, so, ich hatte schon als Kind solche Videos gesehen über Islamkritiken. So bei Stürzenberg die ersten Demos und sowas alles und die ersten Kundgebungen. Und ich habe mich immer gewundert, wie können denn diese Menschen so gegen meine Religion schießen? Da habe ich auch mal als Kind nachgeschlagen, habe dann so Sachen gelesen wie das mit dem Brustnuckeln, das kenne ich schon seit Jahren. Und da habe ich mir halt auch so gedacht, so, das kann doch nicht sein, oder? Das ist doch nicht die Wahrheit, oder? Richtig. Das ist wahrscheinlich gefälscht oder so. Und die und je älter Jungfrauen geworden, und immer so weiter. Ja. Vergewaltigungen von von Sexsklavinnen, Missbrauch von den Ehemännern, die dann umgebracht werden und so vorher. Also das ist katastrophal, was da alles noch drin geschrieben steht, wie man sich zu verhalten hat. Und dieser Prozess kam dann halt irgendwann dahin, dass ich dann auf die Knie gegangen bin und gefragt habe, ja, wenn es dich gibt, dann zeige dich mir. Und am nächsten Tag hat dann halt meine Frau das Kopftuch abgelegt, etc., etc. Also es sind einige Sachen passiert, die können unkausal sein. Ja, sie hätte vielleicht schon, die muss ja anscheinend vorher schon darüber nachgedacht haben. Aber ich sag halt, das sind zu viele unkausale Zusammenhänge, dass es für mich nicht Sinn machen würde. Weil wieso passiert es genau direkt danach? Das hätte ja schon vorher passieren sollen dann. Aber ist es halt nicht. Bei mir auch, bei mir, als ich mich bekehrt habe. Ich glaube, damals war ich Student und ich war 4 Monate nicht in der Uni. Und die Leute haben schon gefragt, wo ist der, wo ist der? Und ich habe die ganze Zeit Bibel gelesen. So. Und genau als ich mich bekehrt habe, ich glaube, ein paar Tage später, höchstens 2, 3 Tage später, war einfach in meinem Briefkasten so eine Visitenkarte von einem, der hier in Deutschland Medizin studiert hat und der einen Hauskreis gemacht hat. Ja, nee. Wahnsinn einfach. Ja, ich sag ja halt, der Herr, der antwortet dir sogar im Jetzt, im Hier und Jetzt. Das kennt man als Muslim vielleicht nicht so krass, ich habe das zumindest nie richtig erlebt, aber der Herr hat mir richtig hier im jetzigen Leben geantwortet dadurch, das habe ich nie richtig vorher gehabt. Ja, im Islam findest du leider auch keine Antworten. Ja. Zumindest habe ich keine Antworten gehabt. Also auf die wirklich relevanten Fragen habe ich keine Antworten gehabt. Bruder, soll ich dir mal was sagen? Ich habe auch gemerkt, zum Beispiel jetzt bei Manso, ich glaube im Inneren, er weiß ganz genau, dass das Christentum friedlich ist, weil das, vom Christentum kommt keine Gewalt. Manso, du weißt das. Vom Christentum kommt keine Gewalt. Erstens, es steht nichts drin. Zweitens, kannst du weltweit schauen, es gibt von Christen keine Gewalt, weil es nicht geht. Es geht nicht. Aber vom Islam gibt es Gewalt und die kommt nicht von irgendwo. Es kommt von der Quelle, Manso. Du weißt ganz genau, es kommt von der Quelle. Es ist nicht böse gemeint, Manso. Aber du weißt das. Ich weiß auch, dass du es weißt. Du brauchst jetzt nicht hier öffentlich irgendwie zugeben, weil es kann vielleicht auch für dich gefährlich werden. Vielleicht tut man dich entlarven mit, ah, der ist doch kein Moslem oder er ist ein Aussteiger, er ist ein Murtad. Du musst es nicht zugeben, Manso. Aber ich weiß, dass du im Inneren genau die Wahrheit kennst. Du kennst die Wahrheit. Du willst wirklich nur Frieden haben. Natürlich, Bruder, komm mal, ich verstehe dich. Du willst Frieden, dass es sich nicht auf. Soll ich dir meine Wahrheit sagen? Ja, gerne. Schau mal. So wie ich im Islam gesucht habe, habe ich auch in vielen, vielen anderen Religionen gesucht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also ist es nicht so jetzt, dass wenn mir jemand jetzt von Jesus erzählt oder wenn mir jemand vom Christentum erzählt, dass ich irgendwie was Neues gehört habe. Nur für mich, meine Meinung. Ja.
Ich sage, ihr sprecht eure Meinung aus über den Islam. Ich spreche auch meine Meinung aus über jede Religion, sofern ich versuche ein bisschen... Was sagst du über das Christentum, Manso? Ich möchte mal deine Meinung hören. Wie ist deine Meinung zum Christentum? Naja, eure Schriften. Ja. Die sind ja nicht, die kamen ja auch nicht auf einer Platte vom Himmel jetzt. Das sagt auch keiner. Okay. Im Gegensatz zu euch. Genau. Die wurden ja auch wie bei uns überliefert. Das heißt, die Evangelien, die sind alle überliefert. Ja, aber um das geht es ja gar nicht mal so. Es geht um das Christentum, es geht um die Lehre. Ja, Was ist deine Meinung? Ein Moment. Manso, wie wurde denn der Koran herabgesandt? Da wurden die Schriften, also die Suren überliefert. Nein, sie sind ja von Erzengel Gabriel, also von Jibril, so wie ihr ihn nennt. Vorgesagt? Hä? Sie sind ja von Jibril. Und wo er sie empfangen hat, im Berg von Hira. Was ist denn in dieser Höhle alles geschehen vorher? Wie kam er denn in diese Höhle rein und was ist denn, in welchem Zustand kam er in diese Höhle? Das wissen ja alle. Ja, was also, weißt du denn auch, dass der diese eine Frage, das eine zu Ende machen und dann können wir gerne auf das andere. Ja. Okay. Aber dann sag mir erstmal, Bruder, was ist deine Meinung zu der Lehre des Christentums? Was ist so deine Meinung, was du bis jetzt gehört hast? Was sagst du dazu? Ich weiß nicht. Würdest du sagen, sie ist friedlich im Gegensatz zum Islam? Ich habe ehrlich Gott da nicht gefunden. Und die Dreieinigkeit, das geht auch nicht in meinen Kopf rein. Okay. Findest du aber nicht, dass das Christentum. Ja, alles gut. Findest du aber, dass das Christentum friedlicher ist als der Islam? Die Religion ist immer so friedlich wie der Mann, der das Buch in der Hand hat. Nein. Findest du, dass das Christentum auch von der Lehre her friedlicher ist? Aber ist durchs Christentum kein Unheil auf die Welt passiert? Zeig mir. Stell doch die Frage konkret, kannst du durch das Neue Testament irgendwelche Gewalt rechtfertigen? Das ist ja das Neue Testament. Ja, das Neue Testament. Das Neue Bund. Das ist der Neue Bund. Genau, das Neue Bund. Nein, ich will ja nicht auf das Neue Bund und das Alte Bund. Das schon diese Konstellation, die begreife ich nicht. Willst du es nicht begreifen? Nein. Wer hat es dir bis jetzt erklärt? Nein, ganz kurz, Manso. Hat es dir mal jemand erklärt? Aber mir hat es klar. Nein. Von der Logik. Manso, ganz kurz. Nein. Guck mal. Hat es dir jemand mal richtig erklärt? Über was jetzt genau? Über die drei? Guck mal. Nicht nur über die Trinität, sondern das Alte Testament und das Neue Testament. Was hat das Neue Testament mit dem Alten zu tun und umgekehrt? Kennst du den Grund und den Hintergrund, beziehungsweise hat es dir jemand mal richtig erklärt? Wirklich. Sei ehrlich. Es geht ja nicht um erklärt. Ich weiß ja, dass diese Schrift... Nein, was ist das Neue Testament? Warte mal, Manso, was ist das Neue Testament erstmal? Weißt du? Nein, was ist das Neue Testament erstmal? Ich möchte sehen, ob du es verstanden hast. Das Neue Testament ist das neue Zeitalter. Okay, und was hat das jetzt mit dem Alten zu tun? Was unterscheidet es vom Alten Testament? Nein, es kann doch nicht ein neues und altes Zeitalter geben und all die Geschichten überhaupt. So, da hast du es nicht verstanden. Genau, das wollte ich von dir hören. Wenn es das nicht geben kann, wieso war dann im Koran erstmal Alkohol erlaubt und später dann verboten? Also Abrogation ist ja bei euch im Koran gang und gäbe. Er hat es nicht verstanden. Das heißt ja nicht, dass ich jetzt zum Beispiel Manso, du bist nicht ganz, ich dachte, du bist ehrlich, aber genau. Ich bin ehrlich. Nein, guck mal, Manso, du musst nichts annehmen. Ganz kurz, ich sage das jedes Mal in Streams. Wenn du eine Frage hast über das Christentum, dann kann man die Antworten, die erklären. Aber ob du es annimmst, ist eine andere Sache. Aber jetzt habe ich gemerkt, dass du dich noch nicht mal auskennst. Das heißt, du hast nicht mal jemanden quasi mal gefragt, was ist das Neue Testament, was ist das Alte Testament. Du sagst, es geht nicht in meinen Kopf. Es muss nicht in deinen Kopf reingehen. Du musst erstmal verstehen, diese Grundkenntnisse. Ja, was ist der Prinzip im Christentum? Was ist das Alte und das Neue Bund? Um was geht's da? Das musst du verstehen. Verstehen heißt aber nicht annehmen, Manso. Und das ist euer Problem. Im Islam ist immer genau diese Punkte ein ganz großes Problem. Ihr denkt, wenn ihr das versteht, ist es angenommen. Nein, ihr müsst es nur verstehen. Und du sagst zu mir, ja, ich weiß. Und dann sagst du, es geht nicht in meinen Kopf rein. Du weißt doch nicht mal, was das Neue und Alte Testament überhaupt ist. Nein, es geht nicht, es geht um meinen Kopf rein, sondern ich weiß genau, für mich. Ja, was ist das Neue Testament, Manso? Du hast mir immer noch nicht erklärt. Willst du es mir erklären?
Nein, Manso, du hast doch gesagt, du weißt, um was es geht. Dann frage ich dich, ich meine es doch nicht böse, Manso, ich will dich nicht fertig machen. Ich möchte dich nur verstehen. Du hast gesagt, du weißt, um was es da geht. Um was geht's da? Was ist das Neue Testament oder das Alte Testament? Geh davon aus, ich weiß es nicht. Erzähl es mir. Ja, dann warum sagst du es dann von Anfang an nicht so, Manso? Nein, ich sage das jetzt gerade so, damit ich dich das erzählen höre. Aber das ist lächerlich. Guck mal, wir reden doch ganz normal Nein, das miteinander. ist nicht lächerlich. Nein, das ist auch nicht Manso, arrogant. ich Ich verstehe möchte, das wirklich. Manso, ich Und möchte wir dich doch gerade nicht ganz fertig intolerant. machen. Ich möchte dich nur verstehen. Es ist doch keine Debatte zwischen uns. Weil du hast was gesagt, jetzt möchte ich nur wissen, ob du es wirklich verstanden hast. Du kannst deine Meinung haben über das Christentum, ist kein Problem. Aber komm mir nicht. Ja, okay, sagen wir mal, ich weiß es nicht, erklär es mir. Das ist kindisch, Manso. Wir reden doch Es geht ganz nicht normal um miteinander. kindisch. Es Das geht ist nicht um Kindergarten. Es geht darum, ich habe eine Realität. genauso, Mann, warte mal. Genauso gut hätte er jetzt auch die Schiene fahren können wie du jetzt. Vorhin hat er dich gefragt in Höhle Hira, was ist da passiert? Du hast gesagt, ah, das wissen wir ja alle, bist vom Thema ausgewichen. Jetzt hätte er, wenn er Genau. gewollt hätte, genau dieselbe Schiene fahren können. Richtig. Ich verstehe Nein, das nicht. ich bin Ihnen nicht ausgewichen, sondern ich habe meine Frage ja nicht so beantwortet bekommen, wie es hätte sein sollen. Aber dann erklär's Wir mir doch. sind Ich habe dir doch ganz normal direkt rüber gefragt. zum Neuen Testament. Nein, guck mal, ich habe dich doch ganz normal gefragt. Ist doch keine Debatte. Du hast gesagt, du weißt, was im Christentum quasi, was da abläuft, ja. Aber es geht nicht in deinen Kopf rein. Da habe ich gesagt, okay. Was ist das Neue Testament und was ist das Alte Testament? Du hast gar keine Antwort gewusst. Du sagst, ja, es geht nicht in meinen Kopf rein. Wo, wie? Erzähl du es mal Neue bitte. Zeitalter. Was ist da ein neues Zeitalter? Was meinst du mit Zeitalter? Was meinst du damit? Ist ein neuer Bund. Ja, und was ist der neue Bund? Um was geht's da? Erzähl's doch bitte. Weißt du überhaupt, was der Unterschied zwischen Christentum und Judentum ist? Was der Unterschied zwischen Christentum und Judentum ist? Ja. Für mich haben alle drei keinen großen Unterschied. Nee, nee, Islam lässt du beiseite, weil die haben mit dem Christentum und Judentum erstmal gar nichts zu tun. Wir reden jetzt nur über Judentum und Christentum. Was unterscheidet die voneinander? Weil Das beide ist haben doch dieselbe, weil beide haben alles dasselbe Buch. voneinander entstanden. Manso, die haben beide dasselbe Buch, eins zu eins, nichts verfälscht. Eins zu eins haben Christen und Juden dasselbe Buch und das ist die Tora. So, jetzt frage ich dich, was unterscheidet aber beide voneinander? Was beide unterscheidet? Ja. Die Christen sagen, die Juden sagen nein, das ist nicht der Messias. Das ist ja nicht der, dass Jesus nicht der Messias ist. So, was unterscheidet jetzt Muslime von den beiden? Dass wir in diesem Punkt einfach sagen, nein. Okay, Gott das hat ist kein Kind, hat okay. Also komplett anders. Also komplett anders. Ein ganz anderes Konzept und komplett Ja, anders. aber So. es ist ja alles, es ist ja alles, Ich mach's es langsam. Ich baut mach's ja mal alles so. auf alles andere auch mit. Ich mach's langsam, Mann, so. Ich mach's langsam. Das Neue, also beziehungsweise das Christentum ist nichts anderes als die Vollendung des Judentums. Wir sind die vollständige Religion, auf gut Deutsch gesagt. Ja? Weil das Neue Testament sind die Prophezeiungen, die erfüllt wurden im Alten Testament. Das Neue Testament, ja, sind die Prophezeiungen, die erfüllt wurden im Alten Testament. Die kannst du voneinander nicht trennen. Verstehst du? Das ist der Unterschied zwischen Christentum und Judentum. Es ist im Prinzip eine Wurzel, ein Fundament. Ja? Es ist ein Fundament. Das Christentum ist aber die Vollendung des Judentums. Die Juden sagen, wir glauben nicht an diesen Messias, sondern der Messias wird noch kommen. Aber sehen es die Juden so? Natürlich, die Juden können nicht sagen, das ist eine komplett andere Religion. Wir haben dasselbe Buch. Wir können, Nein, nein, nein. weißt du, was Wenn Juden ich über jetzt einen Christen Juden sagen? frage, Weißt du, ist nein, 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 Christentum guck die mal, Vollendung? Wenn der Jude sagen ja. Juden sagen, das Christentum, das ist eine jüdische Sekte. Für die Juden sind Christen eine jüdische Sekte. Okay. Und Ja, weißt du aber warum? warum was? Wir müssen doch langsam machen. Warum? Schau Warum mal. sagen Juden, das Christentum ist eine jüdische Sekte? Warum sagen die das? Weil die halt den Dings Jesus als den Messias gesehen haben. Was war Jesus im Fleische? Was war Jesus im Fleische? Er war ein Jude im Er war ein Fleische. Jude, ja, aber. Was waren die Apostel? Die Sahaba-mäßig, damit du verstehst. Was waren die? Es waren Juden. Okay? Es waren Juden. Das Wort Christen heißt Messianer. Wir folgen dem Messias. Okay? Deswegen nennt man uns Christen. Es kommt vom Griechischen. Okay? Die Messianer. Wir sind die Messianer, Manso.
Für Juden sind wir eine jüdische Sekte. Für Juden. Wir folgen aber auch dem Alten Testament. Das haben wir auch eins zu eins übernommen. Aber der Islam wiederum, Manso, ist eine komplett andere Religion. Die haben komplett alles verändert. Sogar die Geschichte über Moses, Noah, komplett verändert. Auch von Adam und Eva ist die komplett anders. Also die haben nicht dieselbe Schrift wie wir und Juden. Ara meinte heute zu mir, der Koran ist mehr wie das Tanach. Kannst du sehr mit dem Tanach vergleichen. Naja. Es hat nichts, absolut nichts mit unserer Schrift zu tun. Der Islam ist eine Mischung aus vielen sektierischen Glaubensrichtungen plus... Jungs, ich muss jetzt kurz weg. Ja, Manso, kein Problem. Du kannst aber gerne wieder reinkommen, wenn du mal Zeit hast, Manso. Aber lass dich nicht beeinflussen von deinen Geschwistern, ja, weil die sagen, also die jeden Tag ein Takfir auf dich, ne? Also die sagen, du bist ein Kafir, das du bist ist mir egal, was man sagt. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben. Also mach dir keinen Kopf, ne? Das juckt mich nicht. Dings, und überdenkt nochmal überhaupt die ganze Welt, glaub mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir machen nur das, was der Herr will, Bruder Herz. Wir greifen niemanden an. Aber Gottes Segen, Manso. Und Gottes Segen, Manso. Gottes Segen. Dankeschön, Manso. Bis zum nächsten Mal vielleicht. Ciao, ciao. Sheikh Buti, hörst du mich und Adler? Ja. Ich habe den letztens gehört, wie gesagt, der war im Stream von Hamdi und von seinen Kindergartenjungs, ne? Von Hamdi und seine Kindergartengang. Und die haben ihn natürlich dumm angemacht. Die haben ihn dumm angemacht, weil die haben ihn so, wie wenn du im Gericht bist, ne, gefragt, sind Christen für dich Kafir, ja oder nein? Sind für dich Christen Kafir, ja oder nein? Sind Christen für dich Kafir? Und die ganze Zeit, wie so ein DJ, wo die ganze Zeit, ne? Und er wollte nicht darauf eingehen, weil er sagt, ja, komm, lass uns doch Frieden machen, hört doch auf, warum hetzt du gegen die und umgekehrt und bla bla bla. So halt, ne? Die ganze Zeit, Bruder. Ist, ne? Also eigentlich wünscht man ihm halt immer Heil auf dieser Welt. Ich bin ja gegen niemanden, Mann. Ich werde niemanden verfolgen, ich werde niemanden abschlachten, ich werde niemanden abstechen aufgrund seines Glaubens. Aber der versteht halt nicht, wie unfriedlich seine Religion ist. Du siehst ja, wenn er eine andere Meinung hat als seine Brüder, dann heißt es automatisch, ja, du bist ausgeschlossen, du bist kein Ding. Soll ich sagen, Bruder Herz? Er weiß sogar die Wahrheit. Ich kann sogar wetten, Gott ist mein Zeuge, ja. Er weiß sogar, dass wir alles sagen, 100%. Was wir gesagt haben. Er weiß, dass es die Wahrheit ist. Er weiß ganz genau. Er hat Angst zu sagen, weil wenn er sagt, nee, Bruder, wenn er es in der Öffentlichkeit, ich hab's bei ihm gemerkt, wenn er in der Öffentlichkeit sagen würde, der Islam ist tatsächlich so, wie ich es gesagt habe, dann kriegt er von jedem was? Kein Gehör. Tschüss, Murtad, rede nicht mit mir, okay? Und wenn er zu Christen sagen, eure ist friedlich, dann freuen wir uns, aber die hassen ihn. Und wenn er aber sagt, Christentum ist auch falsch und diesen falsch und er ist vielleicht in Wahrheit ein Atheist geworden, ein Gottloser, dann weiß er ganz genau, er kriegt weder von uns ein Gehör, weder von denen ein Gehör, weder irgendwas. So, deswegen redet er gar nicht und sagt, ja, ich habe hier nicht die Wahrheit gefunden, da nicht die Wahrheit gefunden. Also ich bin da sehr vorsichtig, Bruder. Er soll denken, was er will, ja? Ich weiß aber ganz genau, ich habe es gemerkt, Bruder, ja? Er kennt die ganze Wahrheit. Er ist nicht dumm und er ist auch nicht jung. Ich habe auch schon an seinen Gesprächen gemerkt, er ist ein wenig älter. Er weiß genau, was da drin steht. Er will nur Frieden. Ja, kann sein, er will nur Frieden, aber ja. Bist du am Fahren, Abu? Ich? Nee, Bruder. Rauscht es bei mir? Nee, irgendwo rauscht es. Oder Harald, nee, bist du am Fahren? Bei mir, ich bin gerade unterwegs. Ja, ich Harald. Weiß auch nicht, wie ich mich stummen kann, ehrlich gesagt. Kein Problem, Harald. Bist du, gar nicht bist, als Bruder, wo fährst du gerade? Bist du gerade in Jerewan oder wo bist du, Bruder? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Gott ist mit dir, Bruder. Wahnsinn. Aber Bruder, was sagst du dazu, ja. Harald, wegen ihm? Ja, ich meine, man hat das ja auch, wie du schon so schön erkannt hast, definitiv meiner Meinung nach rausgelesen. Dass er liberal ist, aber auch wahrscheinlich auch Angst hat. Ne? Ja. Weil ich habe hier, ich möchte den Namen nicht nennen. Hier ist noch jemand, beziehungsweise manchmal drin. Und er hat mich auch angeschrieben. Ja. Und auch gesagt, dass er sich bedeckt halten will. Und er soll nicht mehr genannt werden und so weiter. Das ist halt so eine Faktenlehre. Verstehe ich auch. Guck mal, Bruderherz, an alle Leute, wo wir jetzt gerade zuhören. Es gibt zwei Sänger in Deutschland, das habe ich letztens auch gesagt. Die schreiben mir privat und haben zu mir selber gesagt, sie sind vom Sunnitentum in quasi gewechselt zu der Strömung der Quraniten. Ja? Und sind jetzt offiziell erstmal Atheisten, also wirklich Murtad, ja? Abgefallen. Aber sie tendieren momentan zum Christentum. Und gucken sich das alles an und es gefällt ihnen. So, die haben aber zu mir gesagt, bitte Bruder,
Sag niemand. Ich habe einen Rapper geschrieben. Bruder, jetzt stell dir mal vor, er sagt, bitte Bruder, sag es niemandem. Aber wenn ich Fragen habe, dann schicke ich dir meine Fragen und sage es im Livestream laut. Also, aber nicht das erst gesagt, ist doch kein Problem. Und dieser Typ ist sogar in YouTube, der ist sogar sehr, sehr bekannt. Ja, und das ist ein Muslim, also ehemaliger Muslim. Ne? Also die Leute denken aber bis heute noch, dass er ein Muslim ist wahrscheinlich. Ne? Und er sagt zu mir, er traut sich nicht öffentlich, sich zu outen als Ex-Muslim. Das traut er sich nicht, weil er hat gesagt, in der Musikbranche kann es für ihn schlecht enden. Erstens mal, weil er mit vielen, so sag ich mal, mit muslimischen Hintergrund zu tun hat. Ja. Und zweitens, von der Familie hat er auch ein bisschen Schiss, hat er gesagt. Und im Freundeskreis, dass er ausgestoßen wird. Der hat gesagt, er weiß nicht, was er tut und ja. Momentan, Bruder, ist es halt. Es wird das gleiche.